Gleich, nicht gleich oder doch irgendwie gleich. Bei ihrem Tanzprojekt spielen Larissa aus Brasilien, Julia aus Deutschland und But aus Syrien mit ihren vermeintlichen Gegensätzen. Die drei Jugendlichen stammen aus Ländern, die sich nicht nur durch ihre geografische Lage, sondern auch hinsichtlich ihrer kulturellen Identität und ihrer wirtschaftlichen Entwicklung sehr voneinander unterscheiden. Solche Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen auf der Erde werden in der Geografie auch als globale Disparitäten bezeichnet. Der Begriff leitet sich aus dem Lateinischen her. Dis steht für nicht, pares für gleich. Globale Disparitäten können sowohl auf wirtschaftlicher, auf gesellschaftlicher oder naturräumlicher Ebene gegeben sein. Das hat zur Folge, dass viele Länder und Regionen der Erde hinsichtlich ihres Entwicklungsstandes große Unterschiede aufweisen. Ein eigenes Handy, ein gefüllter Kühlschrank oder sauberes Trinkwasser aus dem Hahn. Was für uns in den Industrieländern zum normalen Lebensstandard dazugehört, ist für einen Großteil der Weltbevölkerung auch heute noch alles andere als selbstverständlich.